Was machen wir denn? Wir gehen jetzt einkaufen für unser neues Schlafzimmer. Wir machen daraus einen Vlog. Wir sind jetzt im Bauhaus, weil wir brauchen einen neuen Boden fürs Schlafzimmer, was wir ja restaurieren, renovieren. Wir wissen schon ganz genau, welcher Boden es sein muss. Wir suchen den nur jetzt. Brauchen wir noch so eine Leiste für den Übergang zum anderen Boden. Sonst gucken wir mal, was wir so noch einkaufen. Ja, vielleicht noch so einen Kabelkanal. Aber dieser Wagen ist eher... So, wir haben ihn gefunden. Der ist jetzt nicht so special. Er ist halt der, den wir schon im Wohnzimmer haben. Deswegen wollen wir den jetzt auch ins Schlafzimmer, damit alles gleich aussieht. Boden ist gekauft. Nein, ich habe noch einen Lidl-Pfandzettel, den ich nicht abgegeben habe. Oh. Ah, Leiste für Tür, für Übergang. Bam. Yep. Junge, ich glaube, so, unsere Wohnung wird dann so clean aussehen. Ja, das wird es nochmal richtig aufwerten. Schlafzimmer ist jetzt der einzige Raum, den wir nicht gut finden. Aber wir haben die anderen Räume halt auch immer schon aufgebessert. Außer das Schlafzimmer, das ist immer gleich geblieben. Ja, kannst du mir helfen, Mann? Was guckst du so blöd zu? Scheiße, fuck! Ach komm, nicht mal viele. Das ist wieder Classic, Chiara. Guck mal, ich gehe hier einkaufen. Schön fleißig alles, was man braucht für den Alltag. Und was macht Chiara? Ich habe den Kaffee gezogen. Holt sich einen Kaffee und rennt einfach durch den Scheißladen und macht nichts außer glotzen. Aber es gibt kein besseres Feeling, als mit einem warmen Kaffee hier durch den Laden zu schlendern und ein bisschen zu gucken, was es gibt. Wir geben euch einen kurzen Einblick in das, was wir bis jetzt in unserer Wohnung gemacht haben. Es ist jetzt genau 23.30 Uhr am Donnerstag. Chiara zeigt euch das jetzt. Es fängt hier vorne an mit Dingen, die wir aussortiert haben. Wir haben jede Schublade, die wir haben eigentlich, also Nico hat jede Schublade, die wir haben, durchgeschaut und hat alles aussortiert. Ohne Scheiß, wenn man so rumguckt, das zum Beispiel ist alles nur Müll. Man könnte denken, wir sind Messies, aber wenn du das aus der ganzen Wohnung, von irgendwo immer eine Schublade da, dann ist es gar nicht so viel. Ist viel Glasmüll, weil wir keinen Glascontainer haben. Und sonst ist es nicht viel. Hier haben wir noch gelber Sack. Hier haben wir noch ein paar Altkleidersachen. Und das ist alles nur Chiaras Zeug. Mein Schrank steht noch. Das Schlafzimmer sieht aktuell so aus, damit ihr auch mal einen Einblick bekommt. Wir haben jetzt leider kein Vorher-Video gedreht. Und diese Kommoden sind einfach nicht so schön. Auch das Bett kommt weg. Wir haben ein neues Bett bestellt. Der Schrank von mir, der bleibt. Und Nico bekommt den gleichen Schrank nochmal hier hin. Also so der Plan. Wir haben 23.30 Uhr und wir haben noch nicht gegessen. Also wir... Boah, das sieht schon gut aus. Einen richtig leckeren Salat. Noch mit solchen... Die Hähnchenstreifen sollen es doch, glaube ich, sein, gell? Und dann... Schlafen wir heute Nacht im Chaos. Die Zimtschnecken in Ikea sind underrated. Vor allem, wenn man sie vor dem Einkaufen kauft. Unser Einkaufswagen sieht so aus. Wir tun so, als ob wir frisch eingezogen sind. Ja, ist so. Und montags im Ikea ist wirklich der Shit. Wir laufen jetzt in Richtung Lager. Es hat ewig gedauert. Wir sind einfach 10-mal im Kreis gelaufen. Und jetzt gehen wir die Sachen im Lager holen und dann nach Hause. Kein Bock mehr, Alter. Das ist unser Spiegel. Der ist toll, oder? Hups. 7 Jahre Unglück. Hups. Der ist gut, oder? Ja. Jetzt sieht unser Wagen auch ein bisschen anders aus. Wir haben alles eingesammelt. So, ist die Ausbeute. Und jetzt geht's an die Kasse. Du willst wieder selber machen. Selbstbedienungskasse, natürlich. Zahle nichts. Spaß, Spaß, heute war nur Spaß, Spaß, Spaß. Wir haben uns überlegt, dass wir eine Luftmatratze aufpumpen, weil unser Bett haben wir bestellt. Aber es ist noch nicht da und es wurde auch noch nicht versandt. Kommt wahrscheinlich so in 2 Wochen. Hier ist es ein bisschen laut, weil Nico arbeitet. Hier hinten. Klamotten. Der Gerät. 21 Uhr. Ich bin hier am Schaffen. 21 Uhr am Arbeiten. Ich bin am Schaffen. Zum Glück haben wir ein breites Sofa. Aber es ist trotzdem, würde ich jetzt mal behaupten, wie so ein Einzelbett. Und dann hier eben die Schränke. Nala bringt sich in Sicherheit. Mein persönlicher Albtraum, ich sag's schon wieder, aber es ist so. Wir haben heute das erste Mal auf dem Sofa geschlafen, weil wir noch kein Bett haben, okay? Hier hinter mir seht ihr, ist noch Chaos. Chiara muss noch arbeiten. Es klingelt, wir kriegen einen neuen Boden. Ja. So, kurze Nahaufnahme. Hier haben wir alles gestapelt im Wohnzimmer, neben Kratzbaum, Schreibtisch, hier unser Sofa, jetzt als Bett. Da 2 Schränke. Chiara, wunderschön, wie immer. Das Schlafzimmer in die Richtung ist komplett sauber und leer. Außer der Fernseher an der Wand. Der Boden ist noch etwas nass. Das ist schlecht, weil dann schimmelt der Boden, wenn man da jetzt einen anderen drüber legt. Wir warten jetzt noch ein bisschen, gucken dann, dass es so gut wie es geht trocken ist. Wir holen jetzt den Boden hoch und dann geht es auch schon los. Boden wird reingelegt. Ich nehme euch dann noch mit auf die Müllentsorgung. Ich habe keinen Bock, Alter. Ich zeige euch gleich noch, wie viel in dem Auto drin ist. Das ist geisteskrank. Alright, Laminat ist in the house. Kleines Problem.
hinter Kiaras Schrank da ein wenig geschimmelt. Aber kein Problem, weil wir haben Schimmelfarbe im Repertoire. Die machen wir da gleich drauf. Dann stirbt der Schimmel ab und wir können ganz normal weiß rüberstreichen. Kiara ist jetzt arbeiten gegangen. Ich kümmere mich um den Rest mit meinem Dad zusammen. Der hilft mir, den Boden reinzulegen, weil ich ein inkompetentes Stück Scheiße bin, was Handwerk angeht. Aktuell sieht die Wohnung noch aus wie Sau, aber das ändert sich gleich. Was ich auch ganz vergessen habe zu sagen, hier ist unser ganzes Equipment fürs Videos machen. Wisst ihr, wie viel Wert hier eigentlich steht? Ihr wisst gar nicht, glaube ich, wie teuer die ganze Scheiße ist. Wer nicht investiert, kriegt doch kein Geld zurück. Okay, Geld kommt, Geld geht. Was bleibt, ist Geld. So, wir haben jetzt aus der Wohnung alles rausgeräumt. Ich habe tatsächlich noch einen alten Tannenbaum auf dem Dachboden gefunden. Es wurde jetzt doch mehr. Ich zeige euch jetzt den Transporter, weil wir noch unseren Dachboden ausgeräumt haben. Was geht ab? Also, wir haben alles in dem Transporter geordnet. Das heißt, wir haben hier gelber Sack, eine Reihe, alles Restmüll, da Papier, das ist alles Altkleider, so alte Decken und so Klamotten, die wir nicht mehr brauchen. Unsere Matratze und da sind einfach zwei Betten, weil unser altes Bett war auch noch auf dem Dachboden. So sieht das Ganze jetzt aus. Der Boden ist drin. Der Raum sieht irgendwie schon viel größer aus. Aber wir waren gerade weg und haben Nikos Schrank geholt. Und er ist hier. Ja, aber so langsam nimmt das Ganze eine Form an. Das ist gleich wieder ordentlich, ja. Der Schreibtisch kann rein, der Schrank kann rein, Nikos Schrank kann rein. Und wie gesagt, hier sieht es eigentlich echt schon groß aus, gell? Freunde, kommt rein, look at this. Schränke stehen. Ich finde, es sieht ultra clean aus. Es sieht so ein bisschen steril aus. Also ja. Es ist perfekt bündig, sind zwei gleiche Schränke. Dann machen wir das Chaos drüben weg. Heißt, alle Klamotten wieder da rein, schön einsortieren. Alles clean machen. Den Eckschreibtisch stellen wir jetzt erstmal, solange wir noch kein Bett haben, weil das kommt erst in einer Woche, hier hin. Und es nimmt jetzt alles Form an. Fräulein, wie kann man so viel rumschreien? Willst du essen, Nala? Wir haben 18.05 Uhr. Nur ja. Weil du um 18 Uhr Essen kriegst sonst, hast du 5 Minuten Verspätung. Und schreit, als hätte sie noch nie gegessen. Wir haben jetzt 20 Uhr und sind soweit fertig mit dem, was wir gerade da haben. Alles steht wieder, bald kommen richtig geile Streams. Solange kein Bett da ist, haben wir dann mehr Platz. Haben jetzt hier so einen Flauschi-Teppich und Kiaras Schminktisch. Und das ist alles. Ich freue mich aufs Bett. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Wir haben so ein Boxspringbett. Kiara macht sich gerade ready, weil wir gehen jetzt gleich Partypizza holen. Haben richtig mies Hunger, nichts gegessen den ganzen Tag. Ich bin gespannt, wie es ganz am Ende aussieht. Immer wenn was nachkommt, Nachttischschränke, Deko und so weiter, zeigen wir euch alles. Bauen alles gemeinsam auf mit euch. Gerne Abo dalassen, Kommentar schreiben für den Algorithmus. Und natürlich das Video liken nicht vergessen. Bis dahin. Ihr habt ja gesehen, dass wir einen Spiegel gekauft haben. Und der kommt hier hin. Ich sag's euch, wie es ist. Bin handwerklich nicht begabt. Ich habe Stress damit, so ein Regal dran zu machen. Und jetzt habe ich auch noch Stress damit, den hinzumachen. Die Wand ist ziemlich hart. Ich weiß gar nicht, ob die Schrauben reingehen. Einfach durchbohren, dahinter Aufzug. Kann sein Stromausfall. Wer weiß, wir sehen, was kommt. Nico schließt da einen PC an. Ich packe hier noch was aus, weil heute ist wieder eine Bestellung gekommen. Wir haben hier, Chelsea findet die Verpackung ganz arg toll. Hör auf, aber ess die nicht, gell? Ich habe mich geschockt. Chelsea liebt solche Sachen. Ja, der liebt es. Der setzt sich drauf. Und dann beißt er immer drauf rum. Oh, das Ganze. Oh mein Gott, Luftpolsterfolie. Das sind so für den Kühlschrank, die gab es da umsonst dazu. Dann haben wir hier so Sortierdinger für unsere unseren Backschrank, dass alles ordentlich aussieht. Weil das ist jetzt der einzige Schrank, der eigentlich unsortiert ist, gell? Ja, das ist der einzige Schrank im Haushalt, der noch wirklich katastrophal aussieht. Ja, dann haben wir hier solche Dinger bestellt, die sind relativ groß. Weil das ist für Unterwäsche, habe ich das bestellt. Da kommt also meine Boxershorts und meine Unterwäsche rein. Du hast ein kleineres. Ja, aber ich habe auch nicht so viel Zeug. Ich habe 3 Boxershorts, die langen mir für einen Monat. Und 2 Paar Socken, die wechsle ich halt wieder. Dann haben wir hier ein großes Metallschild. Und das ist dann so eine Lebensblume und die kommt übers Bett. Das können wir nur jetzt noch nicht anbringen, weil von der Höhe und es muss genau in der Mitte vom Bett sein. Kauft euch mehr Pyjamas. Ich will eigene Pyjamas rausbringen. Meine Business-Idee. Nächstes Jahr, merkt euch das. Zieht mal, dass ich wieder Fitness gehe. Zeig mal dein Popo. Sieht man. Ui. Wir haben hier einen ultimativ krass beleuchteten Hightech-Gaming-PC für geisteskranke Streams und Videoaufnahmen, Schnitt und zum Zocken. Ich zocke mal gerade nicht so viel, aber es geht hauptsächlich um Content. Dieses Ding ist eine Macht. Eine Licht Macht. Aus und zeigt das Licht besser. Wow. Sieht sehr, sehr cool aus. Leute, dieses Ding hat sehr, sehr viel Geld gekostet, aber es lohnt sich, weil wir dadurch geisteskranke Streams hier machen können. Also ich meine, der Hintergrund, den ihr jetzt seht, den könnt ihr dann nicht ganz so sehen. Aber das wäre übel geil. Das wäre mega. Der Platz hier wäre mega, aber wir brauchen halt ein Bett. Wir schlafen einfach hier so auf diesen Teppichen. Leute, deswegen aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch die Livestreams nicht, die wir dann machen. Und dann verpasst ihr keine Videos, nichts einfach. Einfach die Glocke aktivieren und Kanal abonnieren. Was ist daran so schwer? Ein Klick, putz, 2 Klicks, boom. Kostet nichts, ist umsonst gemacht. Bett, endlich da. Ich packe das gerade aus. Ist 1,40 auf
2 Meter und, glaube ich, 65 Zentimeter hoch. Endlich nicht mehr Sofa schlafen. Aber what the fuck? Was soll ich denn tun, Mann? Aber erste Hälfte ist dran. Das letzte Piece, unser Bett ist endlich da und deswegen zeigen wir euch jetzt unser Schlafzimmer. Hier haben wir eine große Schrankwand, die cleaner nicht sein könnte. Hier hinten haben wir richtig smart dieses Eck genutzt, haben gesagt, hier machen wir ein Brett hin. Da kommt unser Parfüm-Deo und so rein, so bevor man aus dem Raum rausgeht, nochmal kurz. Unten Wäschekorb, wichtig. Ah ja, stimmt, unten Wäschekorb. Weil zwei Räume zu laufen, für Wäsche, nee. Und noch ganz kurz zu dem Regal, guck mal. Hier ist es an der Wand und hier hinten nicht, weil einfach unser Raum schräg geschnitten ist. Oben das Bild kommt noch weg, das hing ja eigentlich ursprünglich hier an der Wand. Genau, dieses Regal kommt irgendwie noch an den Fernseher hin, ja. Dass die Xbox platziert ist. Da müssen wir aber wahrscheinlich noch einen Kabelkanal legen oder so, da müssen wir noch schauen. Dann fehlen noch unsere Nachttische, aber da haben wir jetzt gesagt, auf die warten wir jetzt nicht. Wir zeigen euch trotzdem jetzt schon das Endergebnis. Der Boden ist natürlich die allergrößte Veränderung hier drin, muss man einfach sagen. Hat den ganzen Raum optisch sehr viel schöner, sehr viel heller und cleaner gemacht. Flauscheteppich so als Kontrast zum Boden. Da nächster Flauscheteppich, da anderer Flauscheteppich. Und dann unser Bett, schön hoch, seht ihr hier an mir. Guck mal, ich geh mal weiter weg. Das ist so Hälfte von dir fast eigentlich. Ja, das ist höher. Also nein, es ist 60 cm los. Ja, du bist 1,20 groß. Los. Ich hab das hingemacht. Ihr habt's gesehen vielleicht. Ich bin so dumm. Ich hab gestern das Bett alleine aufgebaut, alles gefilmt, mit euch geredet, aber den Ton vergessen einzuschalten. Deswegen, vielleicht seht ihr alles ohne Ton. Das sieht richtig cool aus mit dem Bett und dann dem Bild. Halt die Klappe, du hast hier gar nichts zu melden, ja? Dann haben wir ganz süß hier hinten eine Ecke. Da muss ich mir noch überlegen, weil eigentlich kommt wahrscheinlich dieses Regal hier irgendwie noch an die Wand mit meinen Steinen. Und dann ist es hier auf dem Schminktisch auch sehr clean. Ein Hocker habe ich mir gekauft. Ja, hier ist wieder der gleiche Teppich wie drüben. Genau. Und jetzt kommt zu deiner Ecke. Okay, Leute, ich präsentiere euch nur unseren Schreibtisch, unser Setup, weil da hat sich fast nichts getan. Ich brauche auch noch einen neuen Stuhl, den habe ich jetzt nicht geholt, weil der Nala hat den schon ziemlich hart vergewaltigt und so. Hier, das kommt auch noch weg, das sind unsere ganzen Streaming-Sachen jetzt für die Halloween-Streams. Die sind jetzt noch da drin, ansonsten ist es ein Katzenplatz, der nur als Deko da steht. Ja. Dann haben wir hier unser ganzes Setup, das hat sich alles nicht geändert. Hier könnt ihr außerdem sehen, vergesst nicht ein Abo dazulassen und auf TikTok zu folgen. Hier habe ich meine To-Do-Liste, was ich heute noch machen muss für YouTube und TikTok. Scheiß auf das Kabelmanagement, anders geht es nicht. Ist das Prachtstück der Prachtstücke, was aber auch geisteskrank ist, wie viel Setup kostet. Mhm. Kamera, Mikrofone, Mikrofon wie für Streamen. Kabel man wie viel braucht. Kabel man braucht. Dann brauchen wir zwei Headsets für Reactions, zwei Monitore, eine Webcam für TikTok-Streams, einen Cam-Link. Und es ist so geisteskrank, das Setup. Stativ hier hinten für die Kamera und alles. Also das ist wirklich crazy. Das ist brutal. Alle denken, ja, mach halt mal ein paar Videos so zum Spaß, aber das ist wirklich geisteskrank. Ja, ach so, und ich habe vergessen, da zwei Schrauben reinzudrehen. Das sieht man von hier nicht, sag sowas nicht. Clean aus. Aber ich finde, es sieht sehr clean aus. Wenn jetzt noch die Nachttische da sind, auf jeder Seite einer. Sehr, sehr schön. Das ist unser neues Schlafzimmer. Wir machen eine neue Roomtour. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Einfach Roomtour 25 wollen wir sehen. Oder zeigt eure Wohnung, zeigt eure Penthouse-Suite. Das machen wir natürlich gerne. Das war's mit unserem Schlafzimmer und dem Vlog. Leute. Kann hier den Abo. Tschüss, Nala. Tschüss, sag tschüss.